lange muss ich denn an so einem Simulator üben, um dann wirklich rauszugehen, mich in den Bagger reinzusetzen und loszubaggern? Das ist das Schöne an unserem System. Die Didaktik von dem Lernprogramm ist eben wirklich dafür gedacht, dass auch jemand, der noch nie in einer Maschine gesessen hat, beginnen kann und erstmal die Maschine kennenlernt. Tatsächlich ein kleiner theoretischer Teil. Wo befinde ich mich überhaupt? Was für eine Maschine fahre ich? Kleine technische Daten. Okay. Der nächste Schritt für uns ganz wichtig ist eben die Sicherheit. Was sind die wichtigsten Sicherheitsregeln? Danach kommt dann natürlich auch die Wartung, die tägliche Wartung. Das ist für jeden Maschinenhalter einfach unglaublich wichtig, um auch die Reparaturkosten möglichst klein zu halten. So, das sind die ersten Schritte, also für jemanden, der wirklich keine Ahnung hat. Und dann geht das, baut sich das immer weiter auf. Und wie lange das dauert, das sind schon ein paar Stunden, die man dann hier mit der Maschine verbringt.